Schön, dass du bei uns bist in der Quelle heute. Du hast ja Einzelsitzungen, die du im Moment anbietest. Einzelsitzungen, Handanalysen. Genau, richtig? Genau. Hatte schon heute Morgen gerade zwei und am Nachmittag auch noch. Sehr schön. Und da hast du dich jetzt bereit erklärt, dich meinen Fragen zu stellen. Ja, ganz überraschenderweise, weil ich habe gar nicht gelesen, dass ich heute ein Interview habe. Aber umso spontaner, umso besser. Genau. Ja, sehr gerne. Danke. Schön. Meine erste Frage an dich wäre, wie geht es dir im Moment? Im Moment? Blendend. Ich bin in meiner Welt, ich lebe in meiner Blase, meiner Handleseblase und habe das Glück, dass ich sehr autonom, ein autonomes Leben leben kann. Ich bin nicht irgendwie angestellt oder irgendwo. Und durch diesen ganzen Thema, wo wir ja da haben auf dieser Welt, kann ich trotz allem irgendwie in meiner Mitte sein und mit Menschen zusammen sein, die auch gleichdenkend, und so habe ich eigentlich nicht so viele Konflikte in dem Sinn. Und wir kaufen auch bewusst alles jetzt nur noch, wie soll ich sagen, online ein, dass wir gar nicht mehr in öffentlichen Orten sind und leben halt wirklich in einer Blase, ich mit meiner Frau. Und so haben wir es gut und in Frieden und warten, bis der Sturm durch ist. Und was würdest du sagen, was gefällt dir jetzt so an deiner Berufung, an diesen Handanalysen am meisten? Also für mich selber habe ich durch die Hände entdeckt, dass ich weiß, was in mir drin alles steckt, so viele Kräfte, Spirits und so weiter und so fort, ohne jetzt zu viel in die Details gehen. Und dass ich eigentlich im Einklang bin mit dem, was in mir drin ist und was ich draußen lebe, in einer Form von ja, Einklang, synchron bin und nicht irgendwo nur ein Teil. Also ich bin nicht ein Mensch, der gerne Kompromisse macht. Die Natur macht auch keine Kompromisse. Und so kann ich relativ kompromisslos mich leben. Und dass jetzt ich auf einem Ego-Trip bin oder was auch immer. Und das ist, was mir dann eher Freude macht, dass ich den Menschen eben das auch vermitteln kann. Ohne irgendwelche allgemeine Rezepte, also weil jeder Mensch ist individuell und die Hände zeigen halt diese Einzigartigkeit des Menschen auf. Und so habe ich keine allgemeingültige Rezepte, wo für jeder gültig ist, sondern es ist immer individuell das einzelne Wesen, das vor mir steht. Und wenn ich das dann aufzeigen kann und ich den Menschen den Mut wiedergeben kann, die Perspektive geben kann, das macht mich glücklich in dem Sinn. Und sehe dann ein paar Jahre später, oder so bekomme ich ein Mail, wow, jetzt ist es, ja, sie sind auf dem Weg, das ist dann der schöne Lohn, wenn es dann Früchte trägt, was sie dann in sich tragen und es dann langsam auch im Außenform annimmt. Und das ist dann quasi meine Mission, meine Berufung, die Menschen wieder, dass sie wieder in sich selber stehen und nicht so wackelig und orientierungslos und hörig irgendwie durch das Leben blind irgendwie verloren, dadurch streunen, keine Ahnung wie. Und so möchte ich den Menschen wieder in seine Eigenverantwortung bringen, in seinen Power bringen. Ach, schön. Ja. Gibt es auch Menschen, die zweimal oder mehrmals sogar zu dir kommen? Ja. Ja. Und aber meistens erst so nach, ich sage, jetzt habe ich dir in diesen 60 oder 90 Minuten so viel gegeben, also komm nicht vor einem Jahr oder zwei, arbeite damit. Also dass die Informationen sind so klar, dass der Mensch wirklich selbstständig nachher dann an diesen Informationen sie nachher dann nutzen kann, praktisch im Leben. Und wenn nicht, ja gut, dann halt nicht. Das hat auch Gründe, warum nicht, wo ich dann auch aufzeige. Und die Beratung ist einfach mal der erste Schritt. Aber am liebsten habe ich, wenn dann die Leute dann wirklich vielleicht diese Sprache eben auch lernen. Und dann biete ich eben auch eine Ausbildung an, wo das Ganze geht dann 3 Jahre. Aber man kann mal nur 1 Jahr machen oder 2. Also es ist so ein modulares System. Und so ist es einfach eine Sprache, wo die Leute lernen. Und gleichzeitig ist es eben eine Persönlichkeitsentwicklung in Fahren, wo es natürlich viele unterschiedliche Schulen heute gibt. Aber mit den Händen ist man einfach so beim Unikat. Und das ist dann das Zweite, wo die Leute machen können, neben der Beratung. 1-2 Mal kommen ist okay, aber selber die Sprache lernen
hätten sie dann einfach noch viel mehr davon. Ja, spannend. Ja. Und kann das jeder erlernen, also in diesen 3 Jahren, ja, oder ist das schon, dass man ein bisschen... Solange du Augen hast, die noch sehen können, weil man muss natürlich Linien sehen. Und es ist wirklich wie eine Sprache lernen. Also ich denke, jeder kann irgendwie Spanisch lernen, wenn er dort lebt und bereit ist, die Bereitschaft hat, die Lust hat. Und dann kann das jeder lernen. Also man muss nicht eine höhere Begabung oder irgendwas haben. Mhm. Es ist wirklich ein Alphabet, wo man hier lernt. Es ist eine Schrift. Und diese Schrift hat ein klares Alphabet und das zeige ich, dieses Alphabet. Und und das ist so eine Sprache dann eben des Lebens, wo jeder relativ schnell lernt, ohne Größe. Man muss nicht übers Wasser laufen können. Ganz normale Menschen können das. Ja. Spannend, schön. Ja. Eine meiner WWW-Fragen wäre, könntest du spontan etwas aus meiner Hand lesen? Dann müsste ich schnell meine Brille ausziehen. Ich habe jetzt meine Lupe halt nicht dabei. Sonst können wir. Da sehe ich gerade mal was, wo es etwas ist, wo nur etwa 20% der Menschen haben. Siehst du da dieser Abstand zwischen diesen 2 Linien? Mhm. Ja, das ist eine Lebenslinie und das ist eine Kopflinie. Mhm. Also die Linien zeigen mir mehr, wie du innerlich quasi verkabelt bist, dein Strom in dem Sinn. Also man hat einen Gedankenstrom, man hat einen Lebensstrom, man hat einen Herzstrom, das sind die 3 Hauptlinien. Mhm. Und wenn du siehst, ich habe da auch so einen großen Abstand, siehst du da? Ja. Also wir sind da hier gleich verkabelt und dieser Teil ist, das nenne ich der Freigeist. Also für dich ist es sehr wichtig, oder sagen wir so, wenn ich dir zu viel sage, was du zu tun und zu lassen hast, dann wirst du eher mit mir in Konfrontation gehen. Mhm. Du magst nicht, wenn ich, du solltest das, du solltest dieses, du musst dieses. Also dieses Denken in einer Schublade und das macht man nicht und das und diese Konditionierungen, dann brichst du das auf. Ja. Also du bist in dem Sinn von der Programmierung, wenn du danach lebst, das ist immer die Zeit, weil viele Leute unterdrücken natürlich auch ihre Charakterzüge. Mhm. Aber wenn du danach lebst, dann würdest du eigentlich gegen den Strom schwimmen, also gegen den Gedankenstrom. Also dein Denken ist schnell, impulsiv, zack, der erste Impuls. Und das ist dann manchmal vielleicht ein bisschen außergewöhnlich und ein bisschen frech. Mhm. Und so ist dein Denken sehr schnell, liebt es unüberlegt manchmal etwas zu machen, wo man sagt, oh, hätte ich doch vielleicht doch ein bisschen mein Hirn eingeschaltet. Mhm. Aber das bringt dich auch dann in deine Art, wo du dann auch vieles erleben kannst. Und lieber hast du etwas Unbekanntes, als immer nur im bekannten gleichen Gedankenmuster zu sein. Ja. Also der Freigeist, der Adler, der die Dinge von oben auch betrachtet und die Dinge hinterfragt und nicht einfach am Boden unterbleiben, was 80% der Menschen meistens tun. Und sie schauen die Welt aus der Perspektive einer Maus an und das ist die Realität. Mhm. Aber der Adler sagt, hey, da gibt es Berge, da gibt es Täler, da gibt es See und die Maus, nee, da gibt es nur ein Kissen und sonst, das ist meine Realität. Und du bist ihm interessiert, die Metaebene einzunehmen. Im besten Fall. Etc., mhm. etc. Et das wäre jetzt mal ganz kurz. Wow. Kennst du den Freigeist? Ja, doch, schon. Und vor allem das, was du als erstes gesagt hast, wenn mir jemand sagt, wie, was ich tun muss, dann fühle ich mich schon eingekerchert. Genau. Ja. Und das, der Adler liebt das nicht. Mhm. Der ist eben der frei. Mein Geist ist frei. Er ist schnell, er ist spontan. Mhm. Aber der Nachteil ist manchmal, dass er halt manchmal, vielleicht hätte ich doch mal einen Tag noch schnell drüber schlafen sollen, bevor ich die Entscheidung gefällt hätte. Mhm. Das ist mal die Herausforderung, wo ich auch immer wieder, nicht immer so schnell, Pascal, lass deine Gedanken mal 2 Tage ruhen. Also bist du auch ein Freigeist? Ich bin auch ein Freigeist, siehst du. Doppelter links und rechts. Doppelt. Du auch doppelt. Es haben nicht alle beiden Hände. Ja, und so liebe ich alles, was unkonventionell ist und anders ist. Aber der Nachteil, du bist in der Minderheit. Mhm.
Also 20% hast du gesagt? Ja, statistikmäßig von den Händen. Ich habe über 25.000 Hände gelesen. Wow. Und mein Lehrer über 50.000. Also nach seiner Erfahrung und meiner Erfahrung und anderen Schülern haben eigentlich nur etwa 20% angeborene Freigeist. Es gibt noch andere Indizien, sage ich in der Hand, wo der Geist Freiheit beansprucht, mhm, und es liebt, neue Gedanken zu machen, frische Gedanken, nicht auf alten Schienen gehen, mhm, von Traditionen, Kulturen, Religionen. Gewisse sind okay, gewisse sind nicht gut, aber du magst deine eigenen frischen, neuen Gedanken. Mhm. Und ja, das haben leider nur 20%, jetzt mal von der Linie her. Spannend. Ja. Das alles nur in kurzer Zeit. Ja, ich könnte dir jetzt einen ganzen Morgen über diese, ja, nur über diese Linie reden. Ja. Und dann gibt es noch andere Sachen. Also ich weiß nicht, ja, wie viel du willst, wie viele WWs du hast. Aber das ist mal ein ganz kurzer Teil, ja. Ja, wir kommen schon zur letzten Frage. Schon? Ja. Ah, okay. Was war deine beeindruckendste Begegnung, also welche du aus den Händen lesen konntest? Und vielleicht gab es dazu dann auch eine Geschichte, die du erst nachher erfahren hast. Das wäre noch spannend. Kannst du dich an etwas erinnern? Von einer Handanalyse? Ja. Ob so eine beeindruckende Hand, außergewöhnlich? Was mir jetzt gerade spontan kommt, eine Frau bei mir war, wo sie quasi ein Thema hat von ich suche mir immer die falschen Partner aus, mhm, und sie Angst gehabt hat, immer eben das auszusprechen, was ihr auf dem Herz liegt, und dann hat sie quasi mal das gewagt zu sagen, mhm, und was dann interessant war, dass dann der Mann nach 2 Minuten eingeschlafen ist und eingeknickt ist. Und dass halt die Leute immer die richtigen Menschen auswählen, um zu wachsen, mhm, um zu lernen. Und was immer interessant ist, dass wir das, was uns quasi nervt an anderen Menschen, was wir als beim anderen Menschen irgendwas als schlecht anschauen etc., dass wir immer, dass das schon in den Fingerabdrücken schon angelegt ist, mhm, und das erlebe ich immer wieder, dass Menschen genau ihren Schatten heiraten oder als Freunde, mhm, oder in der Familie haben und dann sagen sie, ja, mein Mann und er und der Punkt ist dann schlussendlich, geht es darum, dass es nicht der Mann ist, mhm, sondern sie hat sich in dem Mann versteckt. Und es geht darum, dass sie wieder beginnt, für sich selber, jetzt zum Beispiel in diesem Thema mit der Beziehung, wieder eine Beziehung mit sich selbst zu beginnen. Mhm. Und die Frau hat dann nachher begonnen, diesen Weg zu gehen. Und je mehr sie dann diesen Weg gegangen ist, hat sie gesagt, ist er von alleine aufgewacht. Mhm. Also nicht, dass sie etwas mit ihm machen muss, dass er, mhm, endlich nicht immer einschläft, wenn sie beginnt, von sich zu reden, sondern sie hat geschlafen, mhm, und hat dann nachher begonnen, quasi, ja, gewisse Ausbildung, ist einfach hinzuschauen bei sich. Und je mehr sie wacher geworden ist, hat dann der Mann gesagt, oh, meine Frau wacht auf. Mhm. Oh, und jetzt, wenn er sie liebt, muss ich auch aufwachen. Und wenn ich sie nicht wirklich liebe und weiter schlafen möchte und sie weitergeht, dann stellt sich die Frage, geht sie weiter oder nicht? Und jetzt ist sie gerade an diesem Punkt, er ist jetzt am A. Okay, ich höre jetzt zu, mhm, und jetzt weiß ich nicht, wie die Geschichte weitergehen wird. Mhm. Wird es auseinandergehen oder nicht? Das ist generell ein Thema. Ja. Es ist nie, dass du... Aber du suchst dir genau das Richtige aus. Und darum ist dieses Einnicken, Einschlafen, ist eigentlich, du bist eingenickt. Mhm. Du hast nichts mehr Interessantes zu erzählen. Ja. Du erzählst immer das Gleiche und immer wieder. Und dann schläft man halt mit der Zeit ein. Der Spiegel. Ja. Der Spiegel, mhm, genau. Und so geht es darum, dass sie wieder sich für sich selber interessiert. Ja. Und
und dann und du dein Interesse für dein Leben wieder aufwächst. Mhm. Und entweder macht der Mensch mit oder nicht. Aber man kann keinen Menschen dazu zwingen, die Schritte zu machen. Ja. Und darum ist es immer bei sich selber. Und dann war das so symbolisch für mich, dieses Einnicken nach 2 Minuten. Das ist ja so respektlos, oder? Mhm. Da schüttest du das Herz an und der schläft einfach ein. Ja. Und dank deiner Analyse ist dir da auch ja, hat sie, weil sie dieses Thema hat quasi, das ist so machtlos, ich bin es nicht wert, in der Beziehung geliebt zu werden. Das wären zum Beispiel diese 3 Finger, mhm. wo Leute schon 5 Monate vor Geburt mit diesem Schatten, mit dieser Prägung kommen. Und so suchen sich dann Beziehungen aus, wo sie dann eben nicht wertgeschätzt werden, nicht respektiert werden, man hört nicht zu. Und so wählt sie genau den richtigen Menschen aus, weil sie sich selber zu wenig respektiert. Sie ist unsicher und sie schweigt und hat eigentlich nichts Interessantes und ist einfach langweilig. Und ihr ist langweilig gewesen selber. Ja. Und da bin ich in der Eintönigkeit, ich weiß nicht, was ich will. Und, und dann schläft man halt ein. Wow. Und darum ist es dann nicht der Partner, sondern man selbst. Man selbst. Ja. Ja. Schön. Ja. Ich könnte das noch stundenlang dich ausquetschen, das ist wirklich spannend. Mhm. Ich finde deinen Beruf auch wahnsinnig spannend. Ich denke, alle da draußen auch. Ja, vor allem, es ist etwas, was hat sich weiterentwickelt hat. Und das ist, Richard Unger ist also der Pionier der modernen psychologischen neuen Form der Handlesekunst. Und das gibt es erst seit 1979. Mhm. Und ich bin dann der, das nach Europa gebracht hat und eigentlich bis heute die einzige Schule ist, die diese 3-jährige Ausbildung anbietet. Ja. Und das sollte eigentlich sich ausbreiten. Aber eben in den Köpfen ist Handlesen immer noch sehr negativ behaftet und wird, aber kommt. Es kommt. Da mache ich ja also anscheinend so ein Interview. Genau, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, dass danke du dir die Zeit genommen hast. Danke dir fürs Interesse. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.